In dem nachfolgenden Film stellen wir Ihnen wichtige Details und Funktionen zu dem Produkt vor. Neben der einzigartigen Rückenlehnenform ist das Highlight dieses neuen Topstar-Modells vor allem der neue Look im Renndesign. Der bequeme Schalensitz kombiniert mit einer rasanten Rückenlehnenoptik. Mit dem Hebel rechts vorne unter der Sitzfläche lässt sich stufenlos die Sitzhöhe des Stuhls einstellen. Greifen Sie dazu den Hebel, wie hier zu sehen, und ziehen Sie ihn kräftig an. B- oder entlasten Sie den Stuhl bei gezogenem Hebel, bis die gewünschte Sitzhöhe erreicht ist. Optimal ist es, wenn der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel ca. 90 Grad beträgt. Rechts hinten unter der Sitzfläche befindet sich der Hebel zur Verstellung der Rückenlehnenneigung. Durch Ziehen des Hebels nach oben öffnen Sie die Neigeverstellung. Drücken Sie den Hebel wieder nach unten, wird die Rückenlehne in der aktuellen Position arretiert. In geöffneter Neigeverstellung folgt die Rückenlehne permanent Ihrer individuellen Sitzposition. Zusätzlich lässt sich der Gegendruck der Rückenlehne über eine Federkrafteinstellung individuell regeln. Greifen Sie hierzu das Handrad unter der Sitzfläche und drehen es gegen den Uhrzeigersinn, um den Gegendruck zu erhöhen, bzw. in die andere Richtung, um ihn zu verringern. Bei geöffneter Neigungsverstellung können Sie somit den optimalen Widerstand einstellen. Die Höhe der Rückenlehne lässt sich über eine Rasterverstellung einstellen. Greifen Sie dazu mit beiden Händen die Lehne und ziehen diese nach oben. Sobald Sie die Lehne über den höchsten Rasterpunkt gezogen haben, lässt sie sich wieder in die unterste Stellung bringen. Die Position der Armlehnen lässt sich am äußeren Drehknopf an Ihre Bedürfnisse einstellen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn daran, bewegt sich die Armlehne nach oben, in die andere Richtung senkt sie sich. Allgemein sollten Sie die Armlehne so positionieren, dass Ihre Arme bequem aufliegen. Sollte Ihr Modell über eine zusätzliche Kopfstütze verfügen, lässt sich diese einfach am Rücken des Stuhles aufstecken. Um die Höhe der Kopfauflage einzustellen, greifen Sie diese mit beiden Händen und drücken oder ziehen Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position. Die Kopfauflage lässt sich durch Schwenken ebenfalls individuell anpassen. Optimalerweise sollten Sie den Kopf bequem auflegen können und eine Unterstützung im Nacken spüren. Dieser Stuhl ist serienmäßig mit sicherheitsgebremsten Rollen für weiche Böden, wie zum Beispiel Teppichböden, ausgestattet. Wenn Sie vom Stuhl aufstehen, werden die Rollen entlastet und dadurch automatisch gebremst. So kann der Stuhl nicht unbeabsichtigt wegrollen. Sollte der Stuhl auf harten Böden, wie zum Beispiel Marmor oder Laminat, eingesetzt werden, empfehlen wir Ihnen, spezielle Hartbodenrollen bei Ihrem Händler zu bestellen, um möglichen Schäden vorzubeugen. Zusätzlich empfehlen wir ebenfalls noch zum Schutz die Benutzung einer Bodenschutzmatte.